Ja, das ist gut. Das ist besser. Das ist besser. Ja, das ist besser. Hallo Katrin. Hi Lisa. Stell dich doch gern einmal vor. Ja, ich bin Katrin. Ich bin seit Mai letzten Jahres bei der PNE-Gruppe und arbeite als Referentin Corporate Communication. Was sind denn deine genauen Aufgabenbereiche? Ich betreue in der Abteilung Corporate Communications schwerpunktmäßig die Themenbereiche interne Kommunikation, also produziere sehr viele Beiträge für unsere Mitarbeiter-App MyPNE. Und der andere Schwerpunkt liegt bei der Projektkommunikation, das heißt zusammen mit einem anderen Kollegen aus unserem Team kümmere ich mich darum, dass unsere Projekte vor Ort in den lokalen Bereichen gut kommuniziert werden, dass sich die Anwohner gut informiert fühlen und wir auch die eine oder andere Hürde, die sich uns da vielleicht stellt, gut meistern können. Ich bin dabei sehr viel im Austausch mit den vielfältigen Projektentwicklungsteams und habe somit viel Kontakt zu den verschiedensten Kollegen und Kolleginnen aus der PNE-Gruppe. Wer war die berühmteste Person, die du getroffen hast? Also tatsächlich, gerade mit dem Bezug zu Hamburg, erinnere ich mich daran, dass die erste berühmte Person, die ich getroffen habe, tatsächlich der Hamburger Rapper Sammy Deluxe war, der in der Sternschanze an mir vorbeigelaufen ist. Und ein zweites Mal habe ich ihn auch noch live erleben können, als er sein Restaurant eröffnet hat damals. Und das war für mich scheinbar die prägendste Erinnerung, die fällt mir jetzt gerade ein. Welchen Tipp würdest du einem Neustarter geben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war vor einer kurzen Zeit auch noch Neustarter und war auch vorher nicht in der Branche tätig. Das heißt, für mich war dieses komplexe Thema Projektentwicklung total neu und ich hatte so viele Fragen und habe so viele Sachen nicht gewusst. Und ich denke mal, das geht halt auch nicht nur mir so. Es gibt sicherlich auch andere Branchen- und Quereinsteiger, sag ich mal, die bei der PNE-Gruppe anfangen. Und da kann ich nur empfehlen, wirklich stellt Fragen, scheut euch nicht, weil ich hatte den Eindruck, dass es hier so viele Leute gibt oder wirklich alle Kollegen einem halt wirklich mal hilfsbereit zur Seite stehen und sich da auch nicht scheuen oder genervt sind, wenn man Fragen stellt. Und das ging auch über alle Ebenen hinweg. Also das finde ich eine sehr offene Kultur im Sinne von, dass man ansprechbar ist und Fragen stellen kann. Also von daher, ja, und auch nicht frustriert sein, wenn das nach einem halben Jahr vielleicht man das Gefühl hat, immer noch nicht alles zu wissen. Das geht mir nämlich auch noch so, weil ich glaube, dass man das komplett durchdrungen hat, dauert es einfach ein bisschen. Also von daher, ja, immer Fragen stellen und frustriert bleiben. Sprichst du noch weitere Sprachen? Wenn ja, wie viele? Also ich kann neben Englisch, kann ich noch einigermaßen Spanisch, würde mir aber wünschen, dass ich das häufiger praktizieren kann. Aber auf der letzten Weihnachtsfeier auch schon feststellen dürfen, dass es doch mehr Kollegen bei der PNE-Gruppe, die Spanisch sprechen, als man denkt. Und dann spreche ich noch vielleicht ganz rudimentär Französisch, aber das wird ein bisschen Spanisch. Ich danke dir, Katrin. Sehr gerne. Bis dann.